Dementsprechend werden wir jetzt ein paar Minuten lang das gleiche sehen wie die letzten paar Minuten. Jemanden, der sehr, sehr schnell durch Contra läuft und absolut keine Glitches anwendet. Genau. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Oh, ich bin gerade runtergezählt, bis er Go drückt. Okay. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, also das Spiel oder fast dasselbe Spiel kennen einige von euch vielleicht als Super Pro Protector. Stimmt, ja, das war ja diese. Selbe. Genau, eigentlich lohnt sich Commentary auch gar nicht, weil ich habe ja alles schon gespoilert hier. Ja, richtig, einfach alles weggespoilert. Also er wird jetzt einfach die ganze Zeit durch das Level laufen. Das Einzige, was man jetzt, ich sag mal, bemerkenswert ausnutzen könnte an der ganzen Sache, wären die Hitboxen und halt, dass er Death Warps macht. Das heißt, er läuft an einen ganz gewissen Punkt, wo er dann dadurch, dass ihn die Viecher durch die Gegend boxen, wenn er Schaden kriegt, beim Sterben das Level beendet. Das hat er jetzt auch gerade gemacht. Okay. Wow, ich wusste gar nicht, dass sowas hier überhaupt geht in dem Spiel. Es geht genau in diesem Spiel. Aus irgendeinem Grund, sobald das Spiel ausfadet, dadurch, dass er halt stirbt und dabei diese Screen-Clearer-Bombe drückt, denkt das Spiel, ah gut, es fadet aus und das Spiel ist offensichtlich tot, dann nächstes Level. Okay, wow. Und damit skippt er jetzt halt das ganze Level. Ist im normalen, in den ganzen normalen Runs ist es einfach nicht vorhanden. Weil Death Warps halt, wie gesagt, ist alles ein bisschen kürzer machen und das, der Umstand, dass da eigentlich noch nicht wirklich viel passiert, eben auch wieder passiert. Und ich hatte nämlich auch das Spiel deutlich länger in Erinnerung, deswegen hatte ich diese 50 Minuten auch gar nicht in Frage gestellt. Ja, es war auch ganz gut. Das Ganze, also ich glaube, der Weltrekord auf Easy liegt ja bei 12 Minuten und 15 Sekunden, glaube ich. Ich muss jetzt nochmal die Klappe aufmachen. Mhm. 12 Minuten und 15 Sekunden. Der ist also auch ohne Death Warps gerade mal ein bisschen länger. Also im besten Fall sind wir jetzt gleich mit einer, ich sag mal, wenn der Timer so um die 9 Minuten rum ist, hören wir dann auf. Also die Death Warps sparen halt gerade mal 3 Minuten, weil sie halt wirklich ganz kurz vom Level. Man skippt halt die ganzen Bosskämpfe meistens. Okay. Schade, die Bosskämpfe sind eigentlich immer relativ beeindruckend gewesen in den Spielen. Ah, da war der nächste Death Warp. Richtig. Wow. Der war aber ziemlich früh diesmal im Level. Och ja, nächstes Level. Übrigens, als ich vorhin, ich hätte ja fast angefangen, mich hierfür noch vorzubereiten, was ich dann gesehen habe, ich bin ja da gar nicht mit bei. Und als ich den Namen aufgeschrieben habe, dieses The Alien Wars, irgendwie ist mir da so im Kopf geschossen, dass Alien war's. Die ganze Zeit. Ja, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ah, das hattest du auch, deswegen habe ich nämlich davon mal was vorbereitet. Ich schicke das einfach mal in den Chat rein. So. Eine Vorbereitung. Vielleicht findet es ja der eine oder andere lustig, ja, ja. Das ist quasi meine Vorbereitung jetzt für den Run gewesen. Okay, jetzt kommen wir zu einem etwas schwereren Death War, einfach nur, weil er sich auf diesem Bike bewegt. Und dadurch, dass er auf diesem Bike bewegt, ist er an sich keine normale Spielfigur. Und das Spiel behandelt ihn halt jetzt auch eher als zwei Entitäten, die jetzt gleichzeitig Death Warpen müssten, damit er wegkommt. Okay. Aber mal gucken, ob es klappt. Aber möglich ist es jetzt, ne? Ja, es ist ja, und da ist es wieder passiert. Okay. Oder? Oh ne, ah, okay. Können wir vielleicht nochmal. Schade. Er musste aber jedes Mal auch eine Smart Bomb dann richtig, werfen. Richtig, man muss auch diese Screen Clearer Bombe. Ah, okay. Beim zweiten Versuch hat es halt geklappt. Man hat gesehen, er fällt halt raus und das Bike kriegt noch Schaden. Das Screen Clearer passiert und dann wird er geworfen. Okay. Also, das ist ein bisschen trickier. Aber ist auf alle Fälle interessant. Ist ein interessanter Glitch auf alle Fälle. Na, ich wusste nicht, dass es sowas hier überhaupt gibt. Also. Wenn ich nicht komplett falsch liege, ist es auch, glaube ich, nur in diesem Spiel möglich und nicht in anderen, weil ich habe. Hier war schon schwer, dazu den Run irgendwie zu finden. Guides gab es zu den Death Warps nicht, die ich gefunden habe. Mhm. Aber eventuell, wenn man da ein bisschen detaillierter nachsucht, schon. Okay. Also ich habe jetzt kurz die ganzen normalen Speedrun-Seiten durchgeklickt, aber wenn man vielleicht bei den Leuten, also Mr. K. etc., der macht auch öfters mal Guides und Tutorials, soweit ich das gesehen habe. War das jetzt erklärt. War das jetzt beabsichtigt gerade, der Tod? Richtig, wenn man in diesen Leveln gewisse Sachen zerstört, also man muss ja diese Sachen hier töten, dann
kann man das Level skippen oder runterfallen und respawnen in diesen Leveln und respawnen dann in der nächstbesten Klippe und das ist teilweise schneller einmal rumzulaufen. Das an der Stelle war tatsächlich nicht beabsichtigt, weil wie man sieht, erwähnt das Level wieder von Anfang an. Aber wenn man theoretisch jetzt hier an der Kante runterfällt und dann spart man, es spawnt man auf der anderen Seite wieder neu und das spart halt Zeit, statt man einmal komplett rumläuft. Ah, so okay. Intelligentes Sterben könnte man sagen. Hier gibt's, also in dem Run ist mehr oder weniger alles wichtig, was wo man sterben kann. Ah, und okay. Jetzt hat er wieder gedeathwarped. Das hat man so auch noch nicht gehört. Jetzt ist er wieder gedeathwarped, einfach indem er sich auf den Boden gelegt hat, während er das letzte Objective zerstört hat, wo er eigentlich noch ein Level hätte machen müssen, aber das Spiel sich auch, der liegt auf dem Boden und deswegen bewegen wir ihn woanders hin. Es hat, ich weiß nicht genau, wie man darauf kommt, also wie man das rausfindet, aber wahrscheinlich per Versehen. Ja, das klingt tatsächlich danach, dass da einer oder jemand halt zufällig sich da hingelegt hat zu der Zeit oder dass ich in den normalen Levels dann halt genau in dem Moment gestorben ist. Muss das Smart Bomben werfen irgendwie Frame Perfect sein? Nicht Frame Perfect, aber sehr präzise, mehr oder weniger kurz nach, also kurz bevor man getroffen wird, damit die Smart Bomb halt dann cleart, wenn man aus dem Scream rausgeht. Und hier versucht er sich einfach umzubringen, man hat es oben gesehen, er hat ein bisschen viele Leben. Deswegen hat das jetzt relativ lange gedauert, bis er sich umgebracht hat. Und aus irgendeinem Grund gibt man einfach diese Stage, wenn man am Anfang umstirbt. Okay. So, jetzt muss er eine Weile mehr oder weniger diese Horden hier wegkillen, bis er halt wieder den Smart Bomb, man sieht da eine Smart Bomb und die müssen ihn jetzt zur richtigen Zeit killen, dass er die einsetzen kann. Aber wir sind schon sehr weit im Spiel jetzt auch, ne? Mal gut, du hattest ja gesagt, aber zumindest schon bei den Aliens, sag ich mal, und Contra bzw. Protector bestand ja immer daraus, halt erst gegen Menschen und Soldaten zu kämpfen und dann so im letzten Abschnitt quasi gegen Aliens dann. Richtig. Und das war's. Oder? Also es war jetzt hier, Das war's, Time. Wurde ein bisschen spät getimed. Er hat es eigentlich schon so 2-3 Sekunden früher gesagt. Also können wir ruhig noch 2-3 Sekunden abziehen. Wo war jetzt nochmal der Weltrekord? Dafür, also der Welt. Es gibt wie gesagt keinen auf Speedrun zumindest keine Runs, ach so, die mit Death Warp eingeworfen sind. Wahrscheinlich einfach, weil es keine richtige Kategorie dafür gibt oder kein Interesse, das so zu runnen. Okay. Also es gibt offiziell keinen Weltrekord für diese Kategorie, zumindest habe ich keinen gefunden. Also hier sieht man es gerade, der WR bei Contra liegt bei 14,29, ich weiß aber nicht, das müsste ein Hard